So, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir endlich mal Nahrung produzieren. Also wir produzieren ja schon Nahrung, aber dass es endlich mal ein Plus gibt an der Nahrungsproduktion. Du, dich ziehe ich mal kurz vor der Lehmhütte ab. Okay, Weizen kann ich wieder auf Null stellen. Oh, du hast dein Ding sogar noch. Stellen wir mal die Nahrung auf 20. Damit du mir hier die Nahrung holst, die da rumliegt. Ja, du bist hungrig. Wo bist du? Ah, du bist auf dem Weg und holst da Nahrung. Das ist gut. Du wirst jetzt mein Farmer, weil uns geht wirklich jetzt der Weizen aus. Also ja, wir haben da drüben noch Weizen, schön und gut. Erstmal die Schusterei. Die ist hier okay. Ja. Da müsste ich eigentlich wirklich die paar Bäumchen hier wegholzen, die drei. Du hast Farmer gelernt, gut. Oder hier unten halt ein paar Bäumchen wegholzen. Und einfach das Wohnzelt einreißen. Komm, reißen wir das Wohnzelt ein, dann kriegt es etwas mehr Nahrung für fürs Allgemeinwohl. Und da wird da das Zweifamilienhaus hingebaut, was nicht hinpasst. Schade. So, du wünschst dir immer noch einen Sohn. Das heißt, du musst endlich mal die Nahrung ranbringen, die wir brauchen. Du holst jetzt neues Geschirr, neue Möbel für das Zweifamilienhaus. Gut. Okay, Weizenproduktion läuft wieder. Das heißt, die Nahrungsproduktion läuft auch langsam an.
Die beiden machen jetzt Liebe um den Träger für die Bäckerei zu holen. Ja, wir kommen langsam voran. Also ich bin wie immer froh, wenn am Ende der ersten Aufnahmesession die Nahrungsproduktion läuft. Ja, die überschüssige Nahrung da. So, du bringst noch die restliche Nahrung. Die Möbel und das Geschirr hier nehmen langsam ab. Das heißt, bald müssen wir wenigstens selber Geschirr produzieren. Also ja, einmal ein Steinmetzzelt, bitte. Hierhin. Und eine Töpferei. Ruhig hierhin. Ach ja, wir brauchen irgendwann ein Dreifamilienhaus noch da oben. Oder hier oben. Nee, die Töpferei. Reiß bitte ein. Die müssen wir woanders hin planen. Nein, dahin ist. Nee, bauen wir sie ruhig dahin. Bau da die Töpferei hin. Ja, die Schusterei ist fertig. Harek, unser Träger, ist auch soweit. Du? Das ist erstmal wieder Lebenssammler. Gut. Ja, hier wären halt noch Steine im Weg. Ja, Holz für die Töpferei. Wo ist eigentlich mein zweiter Bauarbeiter? Steinmetzzelt, ah. Ach, er holt sich Holz von hier unten, auch gut. Ich glaube, ich werde erstmal keine Bögen produzieren, sondern unsere Träger dann von der Kaserne, die da ganz hin ist, die Bögen hier holen lassen. Wenn sie diese Bögen überhaupt holen. Aber das sollten sie eigentlich. Ich schätze, es sind 6 Stück. Ja, die Iglus. Das finde ich übrigens auch lustig. Richtung untergehende Sonne. Dabei ist doch die Sonne in 6 Teile zerstört worden.
Wie kann da also die Sonne untergehen? Außer sie meinen halt allgemein Westen. Ja, weil die Sonne geht hier im Osten auf und zieht dann nach Westen, wo sie untergeht. Ja, wir müssen immer noch warten, dass unser Träger erwachsen wird. Weil dann haben wir wirklich unsere Nahrungsversorgung gesichert. Und wie gesagt, unser Fischer, wenn er keine Fische mehr hat, wird er unser zweiter Farmer. Das heißt, es halt wieder warten, bis alles soweit ist. Bis alles gebaut wurde. Sie bringt Geschirr von hier drüben. Das ist das vorletzte Geschirr. Es sind noch mehr Möbel als Geschirr hier. Deswegen ist es gut, dass wir den Töpfer langsam errichten. Du bist hungrig, es gibt hier ja noch genug Nahrung. Also der Fischer strotzt wieder vor Nahrung sogar. Ja, Dreifamilienhaus habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Und hier ist immer noch kein Platz für ein Zweifamilienhaus. Nur hier oben. Das ist mir allerdings zu nah an der Farm. Tabula rasa, okay. So, Töpferei ist fertig. Das heißt, unser Töpfer muss sie nur noch füllen. Und ja, der blöde Kopf. Wie die Mayas auch immer den auf ihr Schiff gekriegt haben. Wenn ich es mir mal so ansehe, wie groß unser Schiff ist. Wie groß, wo ist denn überhaupt das Maya-Schiff? Haben sie ihr eigenes Schiff versenkt oder was? Ah ja, ich bin froh, dass es hier genug Jagdgrund gibt. So, da du nichts zu tun hast, wirst du mal bitte kurzzeitig Kundschafter. Machst die zwei Bäume da weg.
So. Verstaut? Das sind nämlich die einzigen beiden Bäume, die mich gerade ein bisschen stören.